Hallo und herzlich willkommen zurück zu Gibbos. Ja, ich muss mal eben gucken. Moment, wir hatten in der letzten Folge gesagt, wir können vermutlich die Glühbirne rausdrehen. Damit konnten wir den Scheinwerfer benutzen, was auch immer uns das bringt. Ich habe noch keine Ahnung. Und wir müssten noch mal zu dem Mädchen, ach nee, es sollte ein Junge sein, zu dem Jungen mit der Frauenstimme gehen. Mehr weiß ich jetzt allerdings auch im Moment nicht. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal hier raus. So, dann wollte ich beim letzten Mal, das habe ich glaube ich angeguckt, aber das hatte ich noch nicht angeguckt, oder? Ich weiß nämlich nicht, dass ich nachher irgendeinen Hinweis nicht habe oder Man, I sowas. have to say, as far as background scenery goes, can't beat a castle on a craggy hill. You just can't. No way, not without some kind of transportation. Ah ja, das ist wahrscheinlich dann nur der Hinweis, dass wir dann mit dem Kutscher dahin fahren, wie ich das schon vermutet hatte. So, dann benutzen wir jetzt den Handschuh mit der Glühbirne. Okay, this should stop it from burning my fingertips. So, und wir hatten irgendwo hier einen Wait, what do you Scheinwerfer. think you're doing? What? I need this bulb. My folks are from around these parts. Oh, sure. Silly me. Why don't you grab the statue while you're at it? Hey, I'll bring it back, okay? I need this. For such a goody two-shoes, you sure do borrow things a lot. Shut up, cat. Kann mal jemand der Katze erzählen, dass wir in einem Point-and-Click-Spiel sind? Ich meine, da leiht man sich nun mal sehr viele Sachen aus. Hier war doch ein, hier war doch ein Scheinwerfer. War das nicht hier? War das woanders? Moment, jetzt muss ich auch mal gucken. Wir sind hier und dann sind wir, glaube ich, da reingegangen, ne? Ach, war das hier? Ah, okay. Moment. Jetzt ist nur die Frage, wie kriege ich das jetzt dahin, wenn das hier hinter ist? Moment, geht das auch so? Ja. Vielleicht können wir dann noch mal mit der Frau sprechen, weil sie hat doch irgendwas gesagt. And it fits. Symmetry, I am really into you. The heart is right next to that faded portrait, as is the brain. What does that mean? Dass man ihn nur kennenlernen kann, wenn man Herz und Verstand hat? Keine Ahnung. Was können Sie mir? Die sagt aber nichts mehr. What do you think of this cauldron? An unrelentingly piercing allusion to corporeal gastronomic enslavement. In the almost puritanical form of a hemisphere, wrought of sacrosanct hunger, both telluric and spiritual. You nailed it on the head. Sie hat aber I'll nichts leave you to drin. your critique. Indeed, indeed. Also dialogmäßig, dass die da irgendwas Neues so sagt. So, jetzt haben wir noch den Jungen. So vielleicht? Oder muss ich mit ihm reden? Hey, what do you know? An ex-slingshot. You must have cheated or something. Just admit defeat, Junior. Fine, who cares? I was bored of that thing anyways. So, can I keep the parts? Whatever. Okay, die Frage ist jetzt nur, sollen wir das wieder da I dran just took them machen? apart, not putting them back together. It's not exactly slingshot material. Ja, hätte ja sein können. What do you know? Got myself a cute little makeshift helmet. Für dich oder für andere, wie die Katze zum Beispiel? Kann die mit dem Helm und mit der Gabel irgendwas anfangen oder so? Ich weiß es nicht. Da sagt er das Gleiche, wenn wir das jetzt nochmal angucken, ne? Huh, a heart-shaped mural. It's got like a circle in the middle and yeah, I have no idea what this is. I wouldn't know what to do with it.
Kannst du mir was dazu sagen, Kitty? No reason to have her climb up there. Ah, ich wollte auch nur, dass sie was sagt und nicht... Na gut, okay. That would just make more trash. That would just make more trash. That would just make more trash. Ja, aber ich sag mal... I want to keep it as it is. Wir müssen ja alles ausprobieren. Wo kommen wir nochmal hin, wenn wir hier hingehen? Ah ja, genau. Mit dem hatten wir schon mal gesprochen in der letzten Folge. Also gehorchen diese Masken nur dem rechtmäßigen Besitzer des Schlosses. Ja, welche Masken? So these masks only obey the rightful owner of the castle. Yes. Him and only him. And they fear no one. No one? Fear? No. Revere? I suppose if ever Miwara and Azor would cross their path, they'd lay their weapons down before them, for their tale has been passed down through them for generations. So you really believe Miwara and Azor still roam the hills and mountains? Who's to know, my young friend, what truly is out there? They might yet tread those paths again. Who's to know? Tjo. That mural over there. Nein. Can you tell Ach, me the Scheiße. Story again? Nein, nein, nein. Of course I... Nein, nein, nein. Oh, kann man das abbrechen? Legend has it that a long, long time ago, on top of a mountain overlooking four miles, a Solomonar, that's an ancient wizard. Thank you. Anytime, doch, Escape konnte ich drücken. Young man. Oh Gott. Oh Gott, ich konnte Escape drücken. Achso, jetzt bin ich auch aus dem Dialog raus. Ich konnte Escape drücken, sehr schön. Ich wollte das nicht nochmal machen. Tja. Aber wie hilft uns das jetzt? Das ist jetzt die große Frage. Ich habe zwar die Sache mit der Glühbirne jetzt gemacht. Y, Verbogener, mit ihr können wir auch nicht mehr reden, oder? Ja, nicht wirklich. Catch you later, Maria. See you. Mit ihm möchte ich nicht reden. Mal gucken, ist bei ihr vielleicht noch was Neues? Can I go in now? As soon as you tell me the number of pieces Corvin's heart broke into. Moment, in drei, oder nicht? Oder, aber das muss ich erstmal irgendwie, irgendwas muss ich dann triggern, nehme ich an, weil ich kann's nicht. I'll get back to you on that. Das verwirrt mich. Das verwirrt mich jetzt gerade echt. Hier links kommt man nicht rum, ne? Aus dem... Ah ne, da hat er auch nichts anderes gesagt. Tja. Hilf mir mit dieser Dingssache. Dafür brauche ich das Internet. See you later, Luca. Talk to you soon, Buzz. Was ist mit dir? So. Yes, what? Where was I? How should I know, son? What? Never mind. Bye. What? Bye. Muss ich den Leuten vielleicht irgendwas geben? Wir hatten doch über dieses Ding hier gesprochen, oder? Better talk to him first. Ich kann ja nicht mit dem reden. Ach nee, das war ja seine. Oh, vielleicht sagt er dann irgendwas so. He wasn't using it. It's the Y-shaped stick that used to be an indestructible slingshot. I don't know. This fork with its bent tines just, you know, intrigued me. Let it not be said that the art of armor crafting is dead. Behold the cute little helmet of doom.
I rolled my eyes so hard, I almost saw my brain for a second. Alter, das hört sich irgendwie eklig an. So. Yes, what? Where was I? What? Bye. Er sagt, ich soll zuerst mit ihm reden. Bye. Das kann ich aber nicht, weil er will nicht, dass ich mit ihm rede. Ja, nochmal das Radio anhören ist, glaube ich, keine gute Sache. Mit den beiden komme ich auch nicht weiter, wenn ich nicht trinkfest werde, ne? I don't think I need any pictures right now. Weiß ich nicht, vielleicht schon. I don't think I need any pictures right now. I must admit, they really add to the rustic charm. Oh, das ist doch doof. Also, ich muss das Internet wiederherstellen. Habe ich vielleicht draußen irgendwas übersehen? Da kann ich nur die ansprechen. Kabel, Gasthausfenster, Touristeninformationen. Was ist denn mit... Ach nee, Kitty ist ja hier drüber. We're both following this cable, right, Kitty? It's nice and useful where it is. Aber was muss ich machen? Damit das Internet wieder da ist. I doubt she cares about administrative work. Dunkle Türkabel, da war ich aber auch schon dran. We're both following this cable, right, Kitty? Transylvania? Transylvania. Well, it sort of reads the same. Can't reach it? Don't know that I have a reason to. I'm trying to only ask her to do stuff in case it's really important. Das ist unheimlich wichtig. Also die alte Dame ist gekommen, als ich hier dran gegangen bin, ne? I am the one who knocks. Come to think of it, I'd better not. Oh, warum nicht? I'd better not involve her. Should I be eavesdropping on these people, though? Is that ethical in any way on my part? Ja, ist es. Can't go in unless I know the password. Apparently, this obsession with passwords is a thing regardless of continent. Was ist mit dir? I don't think it's on her that I need to use the Y. I'm having the weirdest thoughts lately. Ja, das glaube ich auch. Oh, yeah, because that wouldn't ruin everything. This is not a bus, Buzz. Oh, she does not need to see the Necronomicon. Ich weiß es doch nicht, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich hier gerade am Verzweifeln bin, weil ich hier überhaupt nichts mehr machen kann. Beleuchtetes Fenster. No reason to have her climb up there, really. Aber ich habe doch irgendwas mit dem Scheinwerfer hier. Ich habe den neu gemacht. Da oben ist das Herz. Brauche ich denn vielleicht irgendetwas, was ich damit Not benutzen kann? What I want to project. Ich weiß ja nicht, was du produzieren willst. Why would I do that? Ich habe keine Ahnung. Das hört sich alles... Nicht dein Ernst. There we go. It will now project a Y on that heart shape. It's neatly divided into 9 parts. I guess that's my password right there. Das ist jetzt nicht euer fucking Ernst. Wie kommt er jetzt darauf, dass das in 9 Teile? Also die Logik verstehe ich jetzt nicht. Wie kommt er jetzt darauf, dass das in 9 Teile gedingst wurde, wenn das überhaupt gar nicht, also dieses, ne, von der Schleuder gar nicht damit zu tun hat? Ey, wir versuchen es jetzt. Wir versuchen es jetzt. Das war jetzt aber irgendwie das... 9 pieces. That's right, Chiclet. Go on in, then. Wait, wait. I look at you now in this light and... Oh,
Du bist männlich. Corvinus! I forgive me for doubting. You know, of course you know. You are back, Corvinus! I'm sorry, is this some access granted ritual I'm not completely understanding? Corvinus! Corvinus redivivus! She's gone. Well, someone got really excited about you for some reason. There's that. She was also married and more than a century old. There's that, too. Let's just go in and figure out this blackout. Corvinus! Corvinus! Shut up, kitty. Ist das Corvinus? Ich bin mir nicht sicher. It's a withered portrait of a man with a fiercely intense stare. There's something about him. Something strange, but familiar. Also, er ähnelt ihn eigentlich noch nicht mal, aber vielleicht liegt's ja da dran, ne? A severely battered bust. I think it's supposed to be the guy in the portrait. It's unmovable, and I'm frankly afraid to touch it. There's like swords sticking out of it. Ja, ich hätte gerne so ein Schwert zum Mitnehmen, aber... Das ist ein Luke? Uh-huh, so that's where the cable goes. Oh, I can sense it coming. Echt? Bitte nicht hier in der Öffentlichkeit. Not exactly short, but that hatch is way out of reach. Ja, da kann ich vielleicht helfen. Go get that hatch, girl. Fine. Aber ob die eine Luke, die anscheinend... Ouch. Warum springt die Luke an? Ich meine, gut, also die sind so gezeichnet, genauso wie beim Donnieser, ne? Als ob die nach unten aufgehen, als ob man die einfach so rausziehen könnte. Aber andererseits gehen die ja anscheinend nach oben auf. Kann ich dir denn das Helmchen geben? Bringt dir das was? Das sieht so niedlich aus. Oh mein Gott. The things I do for you, Kerwin. Aber wie komme ich jetzt darauf? I think I found the source of the problem. It's some kind of internet GPS jammer thing. And now it's history. You're awesome, kitty. Tell me something I don't know. Okay. Porträt, Kabel, undurchdringliche Tür, da haben wir ja im Endeffekt alles. Aber gucken wir hier nochmal kurz. Holy wow, someone really doesn't want anyone to get past that door. That's by far the most secured ancient Transylvanian door I've ever come across. There is no way in heaven, earth, or purgatory I'm getting past that door. I mean, I'm curious, but no way we're ever opening this. Nun gut. So, die Frau ist jetzt sowieso weg. Wir können da rein. Die Frage ist jetzt, theoretischerweise müssten wir mit dem Typen sprechen können. Mit diesem Kutscher hier, ne? Ja. Luca, the internet's back on. Oh, yes, yes. I was just getting on garlic. Let's see here. Oh. Oh. Oh, man, what is it? Is it bad? Well, kind of, but in a way, not really. Did she go for you or Vasile? Neither. She's lesbian. She's into girls. Huh. Who knew? Oh man, sorry about that. Hey, don't worry about it. Plenty of fish in the sea. At least that hipster Vasile doesn't stand a chance either, right? Right, but could you look up that thing about Suika now? Oh, sure thing. Let's see. All right, here it is. Buzz says here that swallowing a spoonful of vegetable oil before drinking coats your inside so that alcohol doesn't absorb. That might actually work, but don't try this at home and all that.
never underestimate your audience's intelligence, friend. Here, have some of mine. Norok. Er ist begeistert. That was almost worse than Tsuika. All right, it would seem I'm oiled up and ready to go. Okay. Ja, zu der Kellnerin kann ich nur sagen, wenn sich zwei streiten, freut sich die dritte. Gut. Versuchen wir nochmal ein bisschen was zu saufen hier, ne? Ich trinke einen mit dir, komm. I'll have that drink with you. All right, here you go. Norok. Richtig schön einen von runterhauen. Okay, friend. Ask me anything. Was soll die fiese Einstellung? Warum zum Teufel soll jemand das, Alright, what's with the nasty attitude? Rodi looks like he's one of ours. That's what I was afraid of, Ishti. Look, it's nothing personal. There are certain expectations people have from townsfolk living next to ancient castles in Transylvania. Yes, it was either this or perpetually scared and cowering in the dark corners. But there's no need to be scared. Not anymore. So, we're just nasty to foreigners since they kind of expect it. Just a recommendation from the Transylvanian Tourist Board. Not tourist boards again. Was ist denn das für ein Quatsch? Wir sind nur unfreundlich zu Touristen, weil die Touristen das erwarten. Hä? Was könnt ihr mal über Luca, den Kutscher, sagen? Was habt ihr gemeint mit... Ja, war das das? Ah nee, was war mit dem Nachnamen? Das war das. Come on, seriously. What was it about my last name? Mr. Kerwin, I think you have enough on your plate already to worry about that. Just old local legends. And resembles Roddy? Do you see it? Oh, I see it, darling. What resemblance? What are you talking about? There might be things in your past. Well, not your past. Dark things you might have to look into in the future. When the time is right. Are you guys just shamelessly teasing something that I won't even get to explore until my next adventure? We would not dare, Master Corp. Kerwin. Where were we? Ihr kleinen Drecksäcke, das ist jetzt nicht wirklich eine Anspielung darauf. Man macht sich hier die ganze Zeit Gedanken, ob eventuell einer seiner Vorfahren hier dieser komische Typ da von dem Bild sein könnte oder sonst was. Und das soll jetzt scheinbar zumindest eine Anspielung sein auf ein zukünftiges Abenteuer, wo er dabei ist. Also, wenn ich jetzt davon ausgehe, es gibt ja aktuell von den Machern noch einen anderen Teil. Ich komme jetzt leider gerade nicht auf den Namen. Da geht es um ein Mädel, meine ich, in der Hauptrolle. Und da hieß es, dass vereinzelt, ich weiß nicht, ob ein oder mehrere Leute aus dem ersten Teil, nicht aus dem ersten Teil, aus diesem Teil hier, also aus Gibbous, auch dabei sein werden in irgendeiner Form. Wie genau, kann ich es jetzt nicht sagen, das war halt nur so eine Andeutung. Ein Glück habe ich das jetzt vorher auf Twitter gelesen, also vor 2 Tagen oder so, glaube ich, habe ich das gelesen, weil sonst würde ich jetzt hier diese Brücken gedanklich gar nicht bauen können. Ihr seid so richtige kleine... Boah. Und das, ich mache mir hier voll die Gedanken, dass wir hier voll die negative Abstammung haben oder so mit ihm. Und da kommt dann so ein beiläufiger Satz, das könnte vielleicht um unser nächstes Adventure handeln. Das ist übrigens auch ein Point-and-Click, soll auch sehr, sehr gut sein. Ich habe mir ein paar Bilder davon angeguckt, sahen sehr, sehr geil aus. Leider habe ich im Moment nicht das Geld, um mir das zu holen. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob es überhaupt schon rausgekommen ist. Da waren im Moment sehr viele, die bald rauskommen dieses Jahr. Ich kann es aber trotzdem nur empfehlen. Ich habe es auf jeden Fall auf der Wunschliste. Und ihr werdet es auf jeden Fall noch hier auf dem Channel sehen. Das kann ich euch auf jeden Fall versprechen.
Ja, fragen wir erstmal nichts mehr, wovor man Angst haben müsste. What did you mean by nothing to be afraid of anymore? The ancient castle up on the craggy hill. It's got a pretty bad reputation. Actually, so bad that no one ever even claimed it for hundreds of years. Until Baron Ferenczi came, that is. Him and his strange sounds and experiments. Well, that all lasted until one night there was a big boom. And no one ever saw the Baron or his men again. Ist das jetzt vielleicht auch eine Anspielung auf den nächsten Teil? Also jetzt habe ich Blut geleckt. Jetzt sehe ich wahrscheinlich überall Anspielungen auf den nächsten Teil. Seltsam, wie sieht dieser Ferenczi aus? Wie spricht man das aus? Huh, weird. How does this Ferenczi look? No one ever saw his face. Always huddled up in a huge trench coat and his face hidden. We're all glad to be rid of him. If rid we are. Curse him for messing with our superior Transylvanian broadband. Im Trenchcoat? Die meinen jetzt aber nicht den Don, oder? This is all fascinating, but I'm here looking for a girl named Peace. Yes, she was here. She got some supplies and left. For the castle. Jetzt kann man hier noch nicht mal in Ruhe einen Schluck Kaffee trinken. Weil dann schon wieder diese typisch heroisch ist das falsche Wort, diese typisch schauereinjagenden Geräusche im Hintergrund kommen bei solchen Aussagen. Ja, dann muss ich zum Schloss, genau. Achso, hier kommt es nur mir so vor, oder gibt es jedes Mal einen Donnerschlag, wenn das Schloss erwähnt wird? Is it me or there's a thunderclap every time the castle's mentioned? The castle? I don't hear it. Brody? I've mentioned the castle a lot and I never hear any thunder. Must be my imagination. Äfft euch doch, vor allen Dingen, weil ich da gerade noch drüber gesprochen habe. Okay, ich muss los zum Schloss. Then I need to get to the castle. Talk to Luca. He'll probably take you there if there's GPS again. Is the castle abandoned now that Ferenczi's apparently gone? Oh no! Its rightful heir, Vlad, has since returned. Vlad, huh? Indeed! Tell me something about this Vlad. He loves... Yes? To battle! Oh boy. What else can you tell me about the castle? Well, it actually was an old monastery, hundreds of years ago. It somehow got corrupted sometime in the past, and they tore it down. Yes, nothing but the steeple remained, and they built the castle around it. Interesting. Well, thanks for everything, Rodica and Ishvan. You're welcome. We're just glad to be able to be our own hospitable selves again. Isn't that right, Isti? It is! And the sooner you get the heck out of our town, region and country, the better for everyone. Enjoy your stay in a beautiful, scenic Transylvania. Thanks, I will. Ja. Sitzt er noch da? Er sitzt noch da. Dann würde ich persönlich jetzt eigentlich was sagen. Ich weiß nicht, ob jetzt eine Cutscene kommt oder nicht. Ich werde mich jetzt schon mal von euch verabschieden, werde den Luca dann noch mal kurz ansprechen und ja, falls eine Cutscene kommt, dann wäre das natürlich ein wunderschöner Übergang und falls keine kommt, dann habe ich mich bereits verabschiedet. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge, aber bleibt noch dran, ich spreche noch mit Luca. Hey Luca, could you take me to the castle? To be honest, I'd rather not. But what the heck? You're my friend now. Meet me outside when you're
ready. See you later, Luca. Talk to you soon, Buzz. Well, Kid A, I guess it's off to the castle. Yep. Vlad's castle. Let's do it. So you are apprehensive around the town folk, but a guy called Vlad in a dark castle on a craggy hill that's actually a desecrated monastery just gets a, sure, let's do this? Don't take this personally, Buzz, but the fewer humans, the better. Well, maybe except Luca. He seems marginally better. Good guy, Luca. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!